einmal erste Klasse fliegen, in so einer Hotelsuite übernachten oder spektakuläre Freizeitaktivitäten erleben. Das kann jeder und er macht das ständig. Und er ist kein Millionär. Er kennt aber die richtigen Tricks, um für Luxusreisen fast nichts zu bezahlen. Also schauen Sie genau hin. Houston, Texas. Hier wohnt der König der Sparfüchse. Daniel Gillespie ist hobbymäßig Traveler, doch Dan treibt es auf die Spitze. Er reist ausschließlich so luxuriös wie möglich. Er mag nur die besten Flüge und die besten Hotels. Und natürlich will er auf seinen Reisen auch möglichst viele coole Dinge machen, wie mit dem Helikopter fliegen. Oder mit Walen und Haien tauchen. Der Clou, für all das braucht Dan fast kein Geld. Vieles bekommt er sogar komplett umsonst. Meine letzte Weltrundreise hätte 52.000 US-Dollar gekostet, aber ich habe nur 400 US-Dollar dafür bezahlt. Der Kniff? Dan trickst mit Kreditkarten. Wie soll das gehen? Und ist das alles? Das will er uns jetzt zeigen. Zusammen mit Partner Bradley will Dan ein Highlife-Wochenende in Miami verbringen. Sein Ziel, er will nicht mehr als ein Viertel der Kosten bezahlen. Und zwar für den besten Flug, das beste Hotel und Freizeitaktivitäten. Wir sind gespannt, ob's klappt. Erste Station, Flughafen-Lounge. Und zwar nicht irgendeine, sondern die American Express Centurion Lounge. Die Königin der Flughafen-Lounges. Zutritt hat Dan, weil er die American Express Platinum-Karte besitzt. Die kann zwar jeder haben, kostet aber. Der Vorteil, Dan bekommt wegen der Karte einiges umsonst. Kalte und warme Speisen, Getränke, WLAN, Massagesessel und so weiter. Für Dan das übliche Ritual, bevor es in den Flieger geht. Wie soll es anders sein? Daniel und Bradley fliegen in der höchsten Klasse. Auf dem Flug von Houston nach Miami ist das die Business Class. Die kostet normalerweise für zwei Personen 970 US-Dollar. Dan und Bradley bezahlen nicht einen Cent. Verrückt. Dans Trickserei scheint super zu funktionieren. Das ist einer der vielen Vorteile der Business oder der ersten Klasse. Du bekommst leckere Speisen und obendrauf ganz viel Beinfreiheit, um gut relaxen zu können. Du bist keine eingequetschte Sardine in der Büchse wie in der Economy. Damit trifft Dan wohl den Nagel auf den Kopf. Nach 3 Stunden landen die beiden in Miami. Und auch jetzt hat die Business Class noch einen Vorteil. Wer ganz vorne sitzt, kommt auch am schnellsten wieder raus. Die Economy muss warten. Wir fassen zusammen. All die Vorteile hat Dan umsonst bekommen. Anstatt 970 US-Dollar hat er nichts bezahlt. Klappt das auch beim Hotel? Im teuren Hilton hat Dan eine Junior Suite ergattert. Kaum angekommen, darf er bei einer Tombola mitmachen. Und als würden die ganzen Vergünstigungen nicht reichen, bekommt er schon wieder was umsonst. Freigetränke. Wenn das so weitergeht, hat Dan sein Ziel schon bald erreicht. Nur ein Viertel der Kosten für den Urlaub bezahlen. Was erwartet er sich von der Suite? Ich erwarte ein Zimmer mit sehr viel Platz. Etwas Offenes, damit wir gut Platz haben, um gemütlich abzuhängen. Ich hoffe auf eine Wahnsinnsaussicht. Kann die Suite die hohen Erwartungen erfüllen? Hübsch. Schön. King-Size-Bett, 2 Bäder und 24 Stunden Room-Service auf 60 Quadratmeter. Wie viel kostet das? Bezahlen Dan und Brad den vollen Preis? Die Suite kostet um die 1.000 US-Dollar. Aber wegen unseren Bonuspunkten haben wir insgesamt 400 bezahlt, also 200 Dollar pro Nacht. Wir fassen zusammen. Die beiden bezahlen für 2 Nächte anstatt 1.000 Dollar nur 400. Und das wegen irgendwelcher Bonuspunkte. Am nächsten Morgen wollen wir es genau wissen. Wie funktioniert das? Was haben Kreditkarten und Bonuspunkte damit zu tun, dass Dan alles umsonst bekommt?
Bei einem Kaffee fühlen wir ihm auf den Zahn. Die Antwort ist das hier. Kreditkarten. Die haben meist ein Bonussystem. Wenn du einen gewissen Betrag in einer gewissen Zeit damit bezahlst, bekommst du Punkte. Oft sind das 3000 US-Dollar in 3 Monaten. Mein Tipp, kaufe damit Dinge, die du sowieso kaufen wolltest, und dann bekommst du den Bonus. Das sind Punkte oder Flugmeilen. Diese Punkte kann Dan als Meilen bei verschiedenen Fluggesellschaften einlösen. Er kann sie auch für Hotels benutzen, die er damit günstiger bekommt. Wie bei uns, das Punktesammeln an der Supermarktkasse. Doch Dan sagt, das ist nicht einfach. Wer sich nicht penibel an Fristen hält oder nicht weiß, wie er die jährlichen Kosten der Karten umgehen kann, der kann sich damit auch verschulden. Deshalb dauerte es mehrere Monate, bis Dan den Dreh raus hatte. Und selbst jetzt verbringt er 40 Stunden pro Woche mit Travel Hacking. Wie ein zweiter Job neben seinem eigentlichen Job als Anwalt. Sind das die Reisen wert? Es fühlt sich einfach toll an. Anfangs habe ich mich so gefühlt, als würde ich da nicht reinpassen. Und ich dachte, dass mich die Leute komisch angucken, als hätte ich mich da reingemogelt. Aber wenn du einmal hier drin sitzt und den feinsten Champagner serviert bekommst, gewöhnst du dich schnell an die erste Klasse und kannst abschalten. Wenn du einmal so eine First-Class-Kabine erlebt hast, willst du nie wieder in die Economy zurück. Genauso wenig in ein Standardhotel. Zurück im Hilton wollen Dan und Bradley checken, welche Kreditkarten sie heute brauchen. Und jetzt sehen wir erst das ganze Ausmaß. Die beiden sammeln Kreditkarten wie andere Panini-Bilder. Wir haben 52 Kreditkarten. Es gibt in Amerika kein Mengenlimit an Kreditkarten, aber viele Anbieter setzen dir ein Limit von ungefähr 6 bis 7 Karten. Es kommt also auf die Anbieter und Banken an. Wir haben durchschnittlich 4 bis 5 Karten von jeder einzelnen Bank. Je mehr Kreditkarten, umso mehr Boni. Und jede Karte bringt andere Vorteile. Die eine gibt Rabatt auf Speisen, die andere fürs Fliegen. So wie bei uns zum Beispiel die Miles & More-Karte. Trotzdem, viele Kreditkarten bedeuten auch ein großes Risiko, sich zu verschulden. Wie kam denn überhaupt auf diese Idee? Der Anfang war, als wir noch in England gewohnt haben. Wir wollten in die USA fliegen, um unsere Familien zu besuchen. Da haben wir ein Upgrade bekommen für die Business-Klasse. Zum ersten Mal haben wir Sitze gesehen, die man zu einem Bett umfunktionieren kann. Gratis Champagner und so weiter. Das war so ein Bombenunterschied zur Economy, dass wir einen Weg finden mussten, das immer haben zu können. Und Kreditkarten sind der Weg. Urlaub bedeutet mehr als nur zu fliegen und in einem schönen Hotel abzusteigen. Daniel und Bradley wollen was erleben, natürlich nicht zum vollen Preis. Ihr Plan heute? Mit dem Propellerboot durch die Everglades-Sümpfe heizen. Ich habe vorher noch nie so etwas gemacht. Heute ist die Premiere. Trotzdem bekommt Dan einen dicken Discount. Und der hat nichts mit seinen Kreditkarten zu tun. Wir bezahlen ungefähr die Hälfte. Den Rabatt bekommen wir, weil ich eine Rezension über die Tour schreibe und veröffentliche. Dan hat einen Online-Blog. Auf dem präsentiert er seine Reisefotos und gibt Tipps. Als Gegenleistung für den Rabatt bietet er an, eine Bewertung auf seinem Blog zu schreiben. Ein guter Tipp für alle Blogger. Für alle anderen gibt's später noch mehr Tipps. Wir verkürzen unsere Wunschliste jeden Tag. Ich kann dir gar nicht sagen, wie lang meine war. Und jetzt ist sie um einiges kürzer. So haben die zwei zum Beispiel schon die Polarlichter in Norwegen gesehen. Die Niagara-Fälle an der Amerika-Kanada-Grenze. Oder die Pinguine am Strand von Südafrika. Da sie fast nichts für Flug und Hotel bezahlen, bleibt mehr Geld für coole Abenteuer wie dieses hier. Heute sehen sie zum ersten Mal Baby-Alligatoren. Die Baby-Alligatoren sind so süß. Ich wusste, dass sie klein sind, aber ich habe noch nie so kleine gesehen. Die sehen aus wie Spielzeuge. Total süß. Nach 2 Stunden ist der Trip zu Ende und die Wunschliste um einen Punkt kürzer. Aber sind Dan und Brad auch ihrem Ziel näher? Zwischenfazit.
Die Sumpftour haben sie für die Hälfte bekommen. Anstatt $475 haben sie nur $230 bezahlt. Nach so viel Action haben unsere Traveler Hunger. Doch sie gehen nicht einfach zum Essen. Wie normalos, sondern haben schon wieder ein Schnäppchen gemacht. Essen für Lau plus Kultur von Miami erleben. Wir machen eine Foodtour durch Miami Beach. Sie dauert 3 Stunden und wir probieren in 4 verschiedenen Restaurants all die typischen Speisen, die Miami zu bieten hat. So eine Tour ist nicht günstig. Sie kostet eigentlich $400. Dan hat sie last minute gebucht und so viel günstiger bekommen. Denn der Veranstalter war froh, dass die Tour überhaupt zustande kommt. Dans Tipps: Nummer 1, bloggen. Tipp Nummer 2, Touren last minute buchen. Tipp Nummer 3, zeitlich flexibel sein. Wir wollen wissen, hat Dan mit seiner Trickserei denn nun sein Ziel erreicht? Hat er nur ein Viertel der Gesamtkosten ausgegeben? Die Foodtour hat unsere Traveler ein großes Stück nach vorne katapultiert. Statt $400 nur 100. Das ganze Wochenende hätte insgesamt $2.845 gekostet. Unsere Sparfüchse haben $730 bezahlt. Ziel erreicht. Das sind ein Viertel der Kosten. Und wie geht's jetzt weiter? Es ist nie zu Ende. Du denkst, es ist jetzt vorbei, aber oft steigen wir nach einem Trip aus dem Flieger und fragen uns, wohin geht's als nächstes? Du bist so angesteckt von der Reiselust und die geht einfach nicht weg. Wir werden ins Weltall fliegen. Ins Weltall für Lau? Jungs, also wenn ihr das schafft, ruft uns an und wir sind gerne wieder dabei.